Guten Tag. Du musst wirklich ein Übermensch sein, um mit dem Zwilling zu überleben. Zwilling hat Prinzipien, übermenschliche Anstrengungen, um das Leben weiter zu erleben und so zu leben, wie er will. Und das ist für andere Seiten, für andere Menschen einfach untragbar und einfach nicht möglich. Du sagst zum Zwilling, wir wollen Haferflocken essen, dann kaufe ich Blaubeeren, okay? Da sagt Zwilling, nein, ich mag keine Blaubeeren. Da scheißt man so schwarz, das Klo ist schwarz. Nein, will ich nicht. Himbeeren bitte. Da musst du Himbeeren kaufen. Du sagst zu deinem Zwilling, wollen wir an die Ostsee fahren übers Wochenende? Da sagt der Zwilling, nein, ich mag Ostsee nicht, ich mag nur Nordsee. Du sagst zu dem Zwilling, ich will heute als Vorspeise Sardinen vorbereiten. Schöne Sardinen musst du immer kaufen, nicht für 69 Cent, für 4 Euro. Mit Zitrone. Mit Petersilie fein gehackt und Meersalz. Da sagt Zwilling, ja, okay, das ist lecker. Aber ich sehe, du hast kein Meersalz zu Hause, du hast nur Kochsalz. Kochsalz benutze ich nur, wenn ich Nudeln koche. Nein, ich esse das nicht. Du sagst zum Zwilling, ein bisschen Sex vor dem Frühstück, hä? Just a little loving. Das sagt Zwilling von dem Frühstück nicht. Du stinkst so sehr aus dem Mund. Nee, will ich nicht. Schönen Abend mit schöner romantischen Musik, Champagner, Weintrauben. Das gefällt dem Zwilling. Aber von dem Frühstück, Mundgeruch hast du. Ja, dann sagst du zu dem Zwilling, wollen wir ein bisschen Tee trinken? Ja, aber ich möchte nur Tee mit Rum. Also schönen schwarzen Tee, ja. Mit Rum. Zitronensaft musst du am Ende auspressen, weil sonst geht Vitamin C kaputt. Und ein bisschen Honig. Waldhonig ist okay, aber ich sehe, du hast nur so einen simplen Honig von diesen Läden da. Na, trinke ich nicht. Das alles zu überleben. Zwilling macht dein Leben kaputt, weil er diese hohen Prinzipien hat. Und deswegen muss es so alles ablaufen, wie er das will. Er hat immer recht. Das ist ja wie in der Justiz. Es geht um die Waage und Recht haben. Mein Gott, ist das alles anstrengend. Und vor allem für die Frauen, die Zwillinge sind, das Leben ist auch sehr schwer. Die mögen auch keine Kinder, ne? Die Zwillingsfrauen, weil die Kommunikation ist so schwer mit dem Kind. Und es geht um Kommunikation bei den Zwillingen. Deswegen Kinder nicht. Wenn, dann bitte ab 17. Ja, wenn er 17 ist, dann können wir weiterreden. Aber vorher bitte nicht. Ist das nicht alles anstrengend? Deswegen für den Zwilling auch, für die eine Zwillingsfrau, das Leben ist sehr schwer, sie ist sehr einsam auch und sehr traurig, wie ich gesagt habe. Zwillinge sind oft traurige Personen, aber die Zwillingsfrau ist auch sehr einsam, weil sie muss sich immer anpassen an die Gesellschaft, an die Familie, an den Mann. Und Zwillingsfrau oder auch Mann, das sind andere Leute, das sind freie Menschen, die eine freie Sprache sprechen, die reden ja, so locker, erzählen Sachen und Witze und haben auch sehr vulgäre Sprache oft. Und deswegen passiert oft, dass jemand sagt zu Zwillingsfrau, du kannst auf die Party kommen, auf jeden Fall, aber bitte. Bitte halte dich zurück mit der Sprache. Nicht, dass du da wieder so redest, wie du sonst redest.
Wir sind nicht auf der Baustelle hier, ja? Und dann muss ich diese Zwillingsfrau ein bisschen zurückhalten. Und sie ist natürlich sehr unglücklich. Und mit dem Mann, den sie geheiratet hat oder als Freund hat, muss sie sich auch immer zurückhalten. Dann sucht sie sich irgendwelche. Oft Zwillingsfrauen haben viele schwule Männer als Freunde, weil da können sie frei reden. Da kann man richtige Sätze und Worte benutzen. Aber zu Hause muss sie sich wieder zurückhalten, in der Gesellschaft auch. Und deswegen ist diese Frau, die sonst sehr, sehr beweglich ist, sie ist Journalistin, Fotografin, sie arbeitet in den Medien, sie macht so viele Sachen. Und wenn ihre Glieder sich nicht bewegen, weil sie ein bisschen älter ist, dann bewegen sich immer die Augen. Gucken hin und her, habe ich schon erzählt. Viele Leute sind irritiert, weil sie sagen, warum guckst du mich nicht an? Doch, doch, Zwillingsfrau sieht alles. Also, deswegen Zwillinge sind so unglücklich, weil sie müssen sich immer da an eine Seite anpassen. Wir leben in einer Gesellschaft und mit einem Mann, mit einem Freund und mit einer Freundin. Deswegen schreiben so viele Leute, so viel Toleranz ist da verlangt, wenn man mit einer Zwillingsfrau oder auch Mann lebt. Es geht um die Freiheit bei Zwillingen. Das muss man behalten. Aber auf jeden Fall, diese Prinzipien und diese übermenschliche Anstrengungen machen dich kaputt und müde. Und deswegen habe ich so viele Profile gesehen von Zwillingen. Da steht, I'm ich bin nur noch müde. Das ist typisch für einen Zwilling. Aber für heute ist die Zeit um.